Seid mal gegrüßt, Jung und Alt, hallo. Der Real Lieutenant Dan wieder am Start hier. Es ist Freitagmorgen, es ist schweineheiß draußen, aber gestern war der heißeste Tag. Gute News habe ich euch zu vermelden. Vor 45 Minuten ist es über den Äther gegangen. Max Christiansen von Arminia Bielefeld hat sich SV Waldhof Mannheim angeschlossen. Das heißt, der SVW hat es geschafft. Gratuliere dem Marvin Komm und natürlich dem Jochen Kienz zu der Verpflichtung. Ein Mann mit sehr viel Talent. Ne? Also vermutlich, was so manche gefordert haben im Chat, ein Spielmacher. Ich weiß es nicht, ob wir einen Spielmacher brauchen. Ich denke, wir haben ganz viele Leader in der Mannschaft und starke Persönlichkeiten. Von daher ist ein über Leader eigentlich nicht nötig, denke ich. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bereite das Mappen-Video noch vor. Also ist eigentlich alles geschrieben. Es kommt da demnächst hoch. Sobald ich einen kleinen Zeitrahmen finde, ne, der ein bisschen länger ist als das jetzt, 4 Minuten. Also Max Christiansen wechselt zu Waldhof Mannheim. Sagt jedem, freut euch drauf. Ich hoffe, vielleicht stehen wir gleich gegen Meppen. Ich weiß es nicht. Ich rechne mal jetzt nicht damit, weil die Mannschaft hat eigentlich gut gespielt. Von daher werde ich mal denken, dass er vielleicht Ersatz ist und dann in der zweiten Halbzeit vielleicht kommt. Mal sehen. Also, wie gesagt, endlich mal wieder gute Nachrichten und wir haben es endlich mal geschafft, jemanden zu überzeugen, zu unserem Kultclub zu wechseln, ne? Und seine Zukunft also positiv quasi zu beeinflussen. In diesem Sinne, sagt der Lieutenant Dan, bis später. Ich schicke euch das Mappen-Video noch rein, dann wisst ihr ungefähr, um was es sich handelt da bei dem Gegner Mappen. Ne? Wisst ein bisschen mehr dann über Mappen. Okay, in diesem Sinne, der Lieutenant sagt, einen schönen Tag, nicht so heiß wie gestern. Und feiern kann man heute Abend auf jeden Fall mal die Verpflichtung beim Kühlebier. Bis dann. Ciao.